Mein Name ist Huafeng Zhao und ich bin 28 Jahre alt. Ich arbeite momentan bei Cortex Maschinenbau GmbH, vor allem als Product Manager of Recycling Solutions. Also ich bin in Deutschland erstmal seit Oktober 2015 und ich habe zuerst mein Studium im Bereich Umweltschutztechnik studiert. Und nach dem Studium habe ich Cortex Maschinenbau auf der Jobmesse in Köln kennengelernt. Da wir auch so ein Unternehmen, dass wir international tätig sind, und haben wir auch sehr große Einflüsse auf diese Thematik Kunststoffrecycling und Nachhaltigkeit. Wir kriegen auch sehr häufig Anfragen von unseren Kunden aus Asien oder aus USA über das Thema Kunststoffrecycling, Recyclingmaterial verarbeiten und. Das ist herausfordernd, aber ich fühle mich auch so, dass ich auch einen sehr guten Beitrag für die Gesellschaft angepackt habe. Und daher würde ich so sagen, dass ich weiterhin in den nächsten Jahren im Bereich Recycling, Kunststoffrecycling und Nachhaltigkeit beschäftigen möchte. Mein Name ist Laura Dünnwald. Ich bin Azubi im ersten Lehrjahr für Mechatronik bei der Firma Hennecke und habe jetzt letzten September angefangen. Ich habe mein Abitur gemacht und habe danach angewandte Biologie angefangen zu studieren, habe aber sehr schnell gemerkt, weder Studium noch Biologie ist das, was mir wirklich Spaß macht, und habe mich dann anders orientiert, habe überlegt, was hat mir in der Vergangenheit Spaß gemacht, welche Praktika habe ich gemacht. Und da war der Kfz-Mechatroniker, den ich ausprobiert habe, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich geguckt, was bei mir in der Umgebung für große Unternehmen es gibt, die halt im handwerklich-industriellen Bereich ausbilden, und habe dann die Firma Hennecke sehr schnell entdeckt, die einen super Eindruck auf mich gemacht haben. Und da habe ich mich dann beworben und habe innerhalb von 2 Wochen Eignungstest und Vorstellungsgespräch gehabt und dann auch direkt die Zusage. In der Schule war es häufig so, dass während der Realschulzeit wurden halt eher so die klassischen handwerklichen Berufe einem vorgetragen oder vorgestellt, oder halt so ganz klassisch kaufmännische Berufe. Ich persönlich finde, es gibt viel zu wenige Frauen, weil ich glaube, viele trauen sich nicht. Und das eigentlich etwas sehr, sehr schade ist, weil ich finde, gerade das, was zu machen mit den Händen, macht super viel Spaß, und ich rate jeder, die es überlegt, es auf jeden Fall zu tun. Wir bieten hier im Unternehmen Lehrgänge an für Unternehmen, die Ausbildungsinhalte nicht selbst ausbilden können. Das heißt, wir bieten hier modulare Geschichten an, wir bieten aber auch Komplettpakete an. Wir fahren in die Unternehmen raus, beraten die, was sie machen können. Da geht es um Fördermöglichkeiten, Zuschüsse, die sie bekommen können, Hilfen, die die Auszubildenden benötigen in der Ausbildung etc. etc. Also alles, was rund um die Ausbildung passiert, können Sie hier bei uns aus einer Hand bekommen. Ich betreue hier auch den gesamten Außendienst fürs Unternehmen. Das heißt, ich akquiriere auch Neukunden, fahre oder mache mit denen Termine, fahre dann hin, berate die vor Ort. Schau mir die Unternehmen an, was die ausbilden können, was da gemacht werden kann und welche Inhalte dann eventuell ausgelagert werden müssen, die wir dann hier übernehmen können. Bei den Auszubildenden ist es ähnlich. Viele Unternehmen kennen uns ja und sagen dann, okay, wir buchen bei der Hagen Stiftung modulare Lehrgänge für Grundausbildung, wo sie Handfertigkeiten der Kunststoffbearbeitung, also Bohren, Feilen, Sägen, also die gesamten Grundskills beigebracht bekommen, die sie nachher beispielsweise für die Prüfung Teil 1 verwenden müssen. Prüfungsvorbereitungen, theoretische Geschichten, Metallkurse, Elektrokurse. Also sie können hier in unserem Haus eigentlich alles bekommen, was rund um die Ausbildung wichtig ist. So.
guten Morgen. Dann fangen wir einfach mal an. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz, zur ersten Pressekonferenz der Kunststoffinitiative Bonn-Rhein-Sieg. Die Kunststoffinitiative ist gestartet und aus diesem Grund freuen wir uns, Sie hier bei der Pressekonferenz begrüßen zu können. Ein bisschen Einstimmung konnten Sie ja schon genießen durch das Video, was wir im Vorfeld haben laufen lassen. Drei Mitarbeiter aus den Unternehmen haben gesprochen, wie sie sich dort zu Hause fühlen, wie sie dort arbeiten, welche Tätigkeiten sie verrichten. Hua Feng Zhao, Produktmanager Recycling Solutions bei Kautex. Frau Laura Dünnwald, Azubi-Mechatronikerin bei der Firma Hennecke. Und im Anschluss Thomas Klein, verantwortlich für den Ausbildungsbereich der Dr. Reinhold Hagen Stiftung, selbst ausgebildeter Kunststoffschlosser. Und über all diejenigen wollen wir etwas hören. Wir wollen etwas über die Kunststoffinitiative hören. Und aus dem Grund freue ich mich, dass Ihnen drei Vertreter etwas dazu mitteilen können. Einmal Stefan Hagen als Präsident der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Herr Hagen, schön, dass Sie da sind. Peter Kuhne, Gesellschafter der Kuhne Group, in dessen Räumlichkeiten wir uns hier heute befinden. Für uns sehr angenehm, für Sie wäre es auch schön, beim nächsten Mal vielleicht wieder persönlich. Herr Kuhne, danke, dass wir hier sein dürfen. Thomas Will, CEO der Hennecke Group, der eben die Hennecke Group hier an der Stelle vertritt. Vorab etwas Organisatorisches. Zuerst werden die Protagonisten berichten. Dann gibt es für Sie die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Sie können aber parallel bereits im Chat Ihre Fragen notieren. Die werden aber am Ende gesammelt gestellt. Wir werden diese Fragen dann auch laut vorlesen, damit jeder weiß, um welche Frage es geht und die Antwort entsprechend zuordnen kann. Nun genug von meiner Seite. Mein Name ist Christine Lötters. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Herr Hagen, Bedeutung des Kunststoffclusters in der Region, für die Region. Warum haben wir überhaupt hier sowas wie die Kunststoffinitiative? Das Mikro ist Ihres. Ja gut, ich entstamme ja auch selber einer der Kunststoffpionierfamilien hier aus der Familie Hagen, die Kautex gegründet hatte. Und wenn Sie hier in die Region schauen, das sind viele Hidden Champions, also nicht nur der erste Kunststoffhohlkörper, der aus der Region kam, sondern das erste Fensterprofil Europas kam aus Troisdorf und der Herr Kuhne und der Herr Wild werden mit Sicherheit gleich auch mal kurz was zu den Produkten sagen, die hier alle aus der Region kommen, gerade in Corona. Das Material für die Masken, die Maschinen werden hier in der Region hergestellt, aber auch zur Kühlung von Impfstoff, das kommt von der Firma Hennecke. Es gibt hier eine so vielfältige Kunststoffindustrie und die ja dann gleichzeitig eben ein Netzwerk bilden. Das sind viele Zulieferbetriebe. Das sind insgesamt hier in der Region allein 6.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Die generieren eine Milliardenlohnsumme. Das ist also vom Wirtschaftsfaktor nicht zu unterschätzen, findet nur halt viel unter, ich sag mal in Anführungsstrichen, Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Genau, deswegen stehen wir ja heute hier, um die Öffentlichkeit nicht weiter auszuschließen. An der Stelle sei nur noch mal gesagt, dass das hier natürlich unter Corona-konformen Bedingungen abläuft, auch wenn der Herr Hagen das Mikrofon jetzt an den Herrn Kuhne gibt. Die beiden sind getestet, wir haben Hygienemaßnahmen, die Mikros können gereinigt werden, also Sie müssen sich keine Sorgen um unsere Gesundheit machen, um Ihre ja sowieso nicht. Herr Kuhne, Kunststoff als ein Material, Werkstoff mit Perspektiven, so das Motto der Kunststoffinitiative. Würden Sie uns ein bisschen zur Initiative berichten? Ja, gerne. Also wir haben uns vor einigen Monaten als Kunststoffmaschinenbauer der Region zusammengefunden. Und wenn ich sage Kunststoffmaschinenbauer, sind das, wie der Hagen gerade schon sagten, in vielen Bereichen Hidden Champions. Ich will mal versuchen, keinen zu vergessen, die Firma Reifenhäuser oben an, sicherlich ein Weltmarktführer, ein tolles Unternehmen, gerade sehr bekannt durch die Herstellung der Maschinen, um Schutzmasken herzustellen. Die Firma Lemo, Maschinen, um diese Masken zu verarbeiten, 100% Kunststoff, 100% recyclingfähig. Die Firma Pol, ein führender Hersteller von Verpackungsfolien. Die Kautex, führende Hersteller jeweils weltweit in Behälterbau für den Kfz-Industrie. Die Firma Hennecke, weltweit führend in der Isolierung von Gebäuden und Kühlfahrzeugen. Von unserer Seite sind wir, glaube ich, auch Weltmarktführer im Bereich von Hochbarriereverpackungen, um die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu gewährleisten. Und in der Mitte steht die Firma Hagen Stiftung, die über ihre Weiterbildungsgesellschaft sich um die Weiterbildung unserer Mitarbeiter
und um die Ausarbeitung, um die Ausbildung unserer Mitarbeiter kümmert. Wir wollen uns dem Thema Nachhaltigkeit mit besonderem Druck widmen, weil nur wir diese Nachhaltigkeit darstellen können, dadurch, dass wir solche Maschinen entwickeln. Und im Hintergrund sehen Sie beispielsweise eine Maschine, die dazu dient, den Kunststoff recyclingfähiger und einfach dünner zu machen, dass weniger Gewicht benötigt wird. Im Rahmen unserer Kampagne wird die erste Maßnahme sein, zu informieren, wie wir junge Mitarbeiter suchen, die uns bei dieser Ausbildung helfen. Vielen Dank. Genau das ist es, Herr Kuhne hat das schon angedeutet. Das Motto oder die Maßgabe der Initiative ist, Kunststoff als Material mit Perspektiven aufzuzeigen, rund um das Thema Nachhaltigkeit aufgehangen. Und das ist uns extrem wichtig. Und die erste Perspektive, mit der wir, respektive Herr Wild von der Firma Henne gestartet, ist das Thema Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Herr Wild, das Wort gehört Ihnen. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Lüttes. Ja, die Ausbildung und Fortbildung der Mitarbeiter in den Mitgliedsunternehmen der Kunststoffinitiative ist für uns ein sehr wichtiger wettbewerbsbestimmender Faktor. Wir sind in den Unternehmen mit rund 100 Auszubildenden unterwegs. Wir haben ca. 40, die jedes Jahr auch ihre Ausbildung neu beginnen. Und da haben wir uns auch nicht durch Corona groß ausbremsen lassen, sondern das Fortbildungsprogramm wird innerhalb der Kunststoffinitiative weitergeführt, weil wir da drin auch ein zukünftiges Differenzierungsmerkmal im Markt sehen, dass man sich auf die Belegschaft konzentriert und die Fort- und Weiterbildung. Wir haben ein sehr breites Spektrum an Ausbildungsberufen, von der klassischen gewerblichen Ausbildung bis hin zum dualen Studium, bieten wir den jungen Absolventen aus der Schule, aber auch aus dem Studium gute Karrierechancen in allen Mitgliedsunternehmen. Uns ist es wichtig, dass dies im Bereich der Nachhaltigkeit eine wichtige Perspektive ist, als Arbeitgeber sich attraktiv mit internationalem Spektrum auch zu präsentieren, um nachhaltig auch die Mitarbeiter an den Standorten zu halten. Ein wichtiger Punkt, den Herr Wild gerade kurz angesprochen hat, ist eben auch das Thema, dass wir sehr viele verschiedene Berufsangebote in der Kunststoffinitiative finden. Und eben auch für Frauen. Und da haben wir ein kleines Video vorbereitet, was Ihnen einfach mal zeigen soll, dass wir über das Thema Ausbildung hinaus auch Karriere nach einem Studium in der Kunststoffinitiative finden. Ja, also im Grunde betreue ich die ganzen Entwicklungen der Folienstrukturen. Das ist bei uns so, dass wir eben unsere Anlagen, die wir bauen, darüber verkaufen, dass wir die Folienstrukturen selber entwickeln. Und da bin ich eigentlich tagtäglich mit beschäftigt. Aktuell konzentrieren wir uns auf recyclingfähige Strukturen. Und da machen wir eben große Fortschritte. Und das ist das, was mir auch Spaß macht, diesen Fortschritt mitzugestalten. So, mit diesem Video von Frau Reiche haben wir Ihnen hoffentlich einen Einblick geben können, wie spannend eine Karriere als Ingenieurin im Kunststoffbereich sein kann. Und entsprechend wollen wir weitermachen mit dem Stichwort Ausblick. Die Initiative ist ja jetzt gerade erst gestartet und das Thema Arbeitsplätze ein für uns sehr wichtiges Thema. Aber Herr Hagen, wie geht's weiter? Ja, wir werden dann mit Sicherheit die Themen auch besprechen, die wichtig sind. Da ist dann mit Sicherheit das Thema Nachhaltigkeit, weil Kunststoff ein Teil der Lösung ist und mit Sicherheit weniger ein Teil des Problems. Bei Nachhaltigkeit kommt automatisch das Thema Innovation rein. Wir sind hier in einer hochinnovativen Industrie, sonst könnten die auch an diesem Standort gar nicht bestehen, wenn die nicht entsprechend permanent Innovationen hervorbringen. Also wir werden uns diesen einzelnen Themen jetzt in Zukunft immer Schritt für Schritt, damit wir auch fokussiert bleiben, nähern. Und das entsprechend dann auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Herr Kuhne, wie geht die Kunststoffinitiative in die Öffentlichkeit? Wo und wie wird man von der Kunststoffinitiative lesen und hören? Wir wollen zuerst bei digitalen Medien aktiv werden, da die Städte ja leider im Augenblick relativ ruhig sind. Wir werden in der zweiten Stufe dann aber sicherlich auch im öffentlichen Raum plakatieren und mehr von uns hören lassen. Zudem wollen wir versuchen, mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und anderen Hochschulen
sowie mit Schulen und Weiterbildungsgesellschaften junge Leute darauf aufmerksam machen, dass wir in unserem Bereich sehr interessante Arbeitsplätze anbieten können. Wir sprechen mal von dreidimensionalem Service bei Maschinen, also mit 3D-Brillen. Wir sprechen von einer Weiterbildung auch bei hochwertigen Werkzeugmaschinen. Also wir suchen Mitarbeiter in allen Bereichen, sowohl in der mechanischen Fertigung als auch als Studienabsolvierer im Bereich der Entwicklung und Forschung. Vielen Dank. Herr Wild, die nächsten wichtigen Themen sind schon kurz durchgeklungen. Würden Sie die vielleicht nochmal für alle deutlich machen, dass es eben nicht die Eintagsfliege ist, sondern die unterschiedlichen Themen mit der entsprechenden Intensität auch angegangen werden? Ja, klar. Die Nachhaltigkeit beinhaltet ja schon im Wort, dass wir etwas schaffen wollen, was nicht von einem Jahr aufs andere funktioniert, sondern was uns in die Zukunft begleitet. Das heißt, bei uns, bei Hennecke zum Beispiel, wir sind 75 Jahre letztes Jahr geworden, dass wir auch weitere 75 Jahre erfolgreich am Standort in St. Augustin wirtschaften wollen. Und das Thema Personal ist, glaube ich, für alle Unternehmen in der Kunststoffinitiative nur ein Element der Nachhaltigkeit. Wir müssen uns natürlich auch dem Wettbewerbsdruck stellen, den Kosten und solchen Themen. Aber wir müssen auch in der Innovation, wie der Herr Hagen schon gesagt hat, uns weiter bewegen. Oder auch, was der Herr Kuhne gesagt hat, durch moderne Dienstleistungen uns anders präsentieren im Markt, um halt nachhaltige Geschäftsmodelle hinzukriegen, die wir auch in die Zukunft tragen. Besonders Wichtiges der Initiative ist eben auch initiativ zu werden, wie es das Wort schon sagt. Also nicht darauf zu warten, dass man handeln muss, sondern das Handeln vorwegnimmt, proaktiv, wie man neudeutsch gerne sagt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn nachhaltig heißt eben nicht nur nachhaltig abzuwarten, sondern nachhaltig aktiv vorzugehen und zu schauen, welche Perspektiven des Materials sind spannend, sind zu verbessern, wo haben wir intelligente Ansätze, um unsere Welt mit Kunststoffen lebenswerter zu machen. So denke ich, habe ich das Engagement verstanden. Jetzt von unserer Seite eigentlich so weit, dass wir Ihnen das, was wir Ihnen mitteilen wollen, mitgeteilt haben. Ein digitales Format einer Pressekonferenz ist immer so ein bisschen komisch. Man spricht in ein Nirvana. Also ich sehe natürlich hier ganz viele nette Helfer rund um uns, aber ich sehe niemanden, ne, der Fragen stellt. Deswegen meine Bitte, gibt es Fragen? Danke. Eine Frage, was ist das Besondere an der Kunststoffinitiative Bonn-Rhein-Sieg? Wer möchte? Ja, was heißt das Besondere? Ich hatte es eben ja schon mal gesagt. Wir haben hier in der Region relativ wenig wahrgenommen, halt ein wirklich absolut einmaliges Cluster an Kunststoffunternehmen. Und das ist mit Sicherheit schon ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, dass wir hier Weltmarktführer in verschiedensten Technologien haben. Und gerade wenn es um den Arbeitsmarkt geht, wenn sich hier Bewerber bewerben, dann wird der Unternehmensinhaber vielleicht gar nicht so sehr gucken, was der Mensch alles gemacht hat, sondern einfach, wo er gearbeitet hat. Und dann weiß er meistens schon Bescheid, was er kann und was er auch nicht kann. Und das ist einfach eine Situation, die man sehen muss. Das ist über mehr als 60 Jahre gewachsen. Hennecke hatte gerade das 75. Jahr Geburtstag. Kautex liegt auch bei 80 Jahren. Das sind alles Unternehmen, die hier seit ewigen Zeiten ansässig sind. Und daneben sind ja dann Zulieferstrukturen. Und das muss man einfach mal transparenter machen, dass das eben bei den Schülerinnen und Schülern wahrgenommen wird, bei den Studierenden, dass man sieht, hier ist eine Industrie, die gibt es schon extrem lange hier in der Region. Die sind extrem erfolgreich und die bieten damit extrem sichere und zukunftsweisende Jobs. Dankeschön. Es gibt noch eine weitere Frage. Das Mikro ist bei Ihnen gerade richtig, Herr Kuhne. Was ist die Motivation für die Kuhne Group, sich hier zu engagieren? Und danach kommen wir dieselbe Frage auf die Hennecke-Gruppe zu. Herr Kuhne, das Wort ist Ihres. Ja, wenn man etwas machen will oder etwas verändern will, liegt das ja schon im Wort. Man muss etwas machen. Es bringt ja wenig, wenn man sich hinstellt und ein Plakat hochhält und sagt, macht mal und tut mal.
in unseren Bereichen, wir können etwas tun. Wir haben die Ingenieure, wir haben das Potenzial, vor allem haben wir das Wissen. Das ist bei vielen Leuten nicht vorhanden. Deswegen sind wir auch schon seit sicherlich 2-3 Jahren daran, den Kunststoff so zu entwickeln, dass er besser zu recyceln ist und umweltverträglicher ist. Nochmal, wir wollen uns der Aufgabe stellen und wir machen etwas. Wir reden nicht viel, sondern wir bauen die Maschinen dazu. Meine Herr Hennecke gesagt, Herr Wild, Dankeschön. Ja, ein Karl Hennecke hat mal die Firma gegründet vor 75 Jahren. Das ist ein Follower auf Facebook, also das wollte ich nur an der Stelle sagen. Okay, die Kunststoffinitiative hat ja ein Facebook-Profil und Karl Hennecke war einer der ersten Follower, also von daher das nur schön. An der Stelle. Ja, für Hennecke ist es wichtig, sich dort mit zu engagieren, weil wir einfach den Blickwinkel auch ein bisschen weiten wollen, den es in der Wirtschaft gibt, aber auch allgemein für das Kunststoff- oder kunststoffverarbeitende Gewerbe. Und ich möchte halt Impulse setzen, dass man auch sieht, dass wir zum Lebenskomfort beitragen, zum Gesundheitswesen beitragen, was einen sehr hohen Stand auch in den westlichen Ländern erreicht hat. Und all diese Komforts und diese Art und Weise, wie wir leben, die wäre eigentlich nicht möglich ohne die Produkte und Dienstleistungen, die hier im Kunststoff, in der Kunststoffinitiative hergestellt und produziert werden. Und da ist es halt für mich wichtig, an diesem Bewusstsein auf diese Perspektive auch aktiv daran teilzunehmen. Schönes Jahr. Da habe ich gleich die nächste Frage. An der Stelle, Frau Sachsenröder vom Generalanzeiger lässt fragen, wie viele Firmen hat die Branche in der Region und warum sind nicht alle beteiligt? Haben wir da schon eine Antwort drauf? Ja, die Antwort haben wir, weil wir die Erhebung schon mal gemacht haben im Zuge des Umzugs der Bundesregierung. Da haben wir das damals mal ermittelt. Wir haben also ungefähr, wenn wir alle Betriebe mitrechnen, 250 Unternehmen in der Region, die rund um das Thema Kunststoff, Maschinenbau, Kunststoffverarbeitung, Kunststoffrecycling, das ist eine sehr vielfältige Branche. Also die Größenordnung sind 250 Unternehmen. Und die Frage, warum noch nicht alle dabei sind, kann ich vielleicht beantworten. Wir haben gesagt, wir starten erstmal mit einem kleinen Kreis. Eine Initiative zu starten ist immer schwierig, wenn viele eigenständige Charaktere und Unternehmen, wie in diesem Fall, die Protagonisten sind. Und so haben wir gesagt, wir starten mit einem kleinen Kreis, der sich dann jetzt verständigt hat. Herr Kuhne, Sie verbessern mich, wenn ich was Falsches sage, weil Herr Kuhne ist einer der Treiber, der ganz stark dafür geworben und gekämpft hat, dass die Initiative startet, um dann weitere Mitmacher einzusammeln. Und da sind wir dabei. Und so sind wir auch angetreten. Vielleicht wollen Sie da noch was zu sagen, Herr Kuhne. Ja, vielleicht mal zur Aufklärung. Wir sind Kunststoffmaschinenbauer. Das heißt, wir sind die von der Ölkännchenabteilung von Heavy Metal. Wir sind keine Kunststoffverarbeiter. Wir bauen und entwickeln die Maschinen, die diese Anwender später kaufen. Und in der Entwicklung dieser Maschine liegt eigentlich die Schwierigkeit, eine Maschine zu machen, die das kann. So, und deswegen, wir haben schon die führenden Firmen hier zusammen. Wir werden täglich mehr, möchte ich fast sagen. Aber es geht um die Kunststoffmaschinenbauer. Und das wird mehr werden in Zukunft, weil wir die anderen auch mit ins Boot holen wollen. Genau, und dazu ist die Initiative angetreten. Aus Ihrem Kreis noch eine Ergänzung zu dieser Frage. Dann würde ich mit der nächsten Frage weitermachen. Von Frau Sachsenröder zum Thema Corona. Wie wirkt sich Corona auf die Branche aus? Und nicht nur auf die Branche, sondern vielleicht für Ihre eigene Firma gesprochen. Also wie wirkt sich es auf Hennecke aus, auf Kuhne und so weiter? Ja, Corona beschäftigt uns jetzt mittlerweile ein gutes Jahr. Wir sind in der Hennecke-Gruppe das erste Mal betroffen gewesen im Februar letzten Jahres mit dem Lockdown in China, weil Hennecke international tätig ist, hat uns die Pandemie von Osten nach Westen erreicht. China war das erste, dann war Italien und Deutschland dran und als letztes die Amerikaner eigentlich. Wir haben durch die Corona-Krise sehr stark gemerkt, dass es für die Hennecke-Gruppe wichtig ist, international zu sein. Wir haben über 90% Exportanteil, ist für das Geschäft erstmal gut, für Corona die Herausforderung, weil wir weiterhin reisen müssen zu unseren Kunden. Aber da haben wir Konzepte gefunden, wie wir auch mit digitalen Technologien diese Reisen vermeiden können, auch neue Wege gefunden. Und ansonsten haben wir weitestgehend Schließungen vermeiden können, außer angewiesenen Schließungen in China, Italien, USA von ein paar Wochen. Und das Geschäft allgemein
hat einen Dämpfer im Automobilsektor erlitten, aber den haben wir zum Teil sogar kompensiert mit Produktbereichen, die auch rund um Corona sind, weil wir machen ja auch die Bettschaummatratzen zum Beispiel, werden auf unseren Anlagen hergestellt und andere Themen, die rund um Corona sind, haben uns sogar zusätzliche Umsätze gebracht. Ja, ich darf mal sagen, die Welt wäre arm dran, wenn es uns nicht gäbe. Fangen wir mal mit der Firma Reifenhäuser an, die weltweit führend in der Herstellung der Maskenmaschinen ist, gefolgt von der Firma Lemo, die führend ist in der Herstellung von Maschinen, um die Masken zu konfektionieren. Von unserem Bereich kommt das Thema Schutzkleidung und Hygiene in der Corona-Zeit. Letzten Endes ein bisschen flapsig gesagt, der Verbraucher ist auch recht froh, wenn der Bauer nicht schon 5-mal in den Salat gehustet hat, den er abends im Supermarkt kauft. Also Corona lässt viele Leute nachdenken und ich kann auch sagen, ohne eine Firma Hennecke, die Isolierung für Impfstofftransporte macht, ohne unseren Bereich, wir bauen hygienische Paletten, um Impfstoffflaschen zu transportieren, würde es sehr schwierig gehen. Und nochmal, wir müssen Leute ausbilden. Und unser Problem in Corona ist, dass die Schulen weitgehend geschlossen ist und dieses Berufsfindungsthema leider nicht genügend berücksichtigt wird. Wir hatten noch nie so wenige Bewerbungen für in der Fertigung wie in diesem Jahr. Und das liegt unserer Meinung nach daran, dass in den Schulen nicht mehr aufgeklärt wird. Man muss sich jetzt um Ausbildungsplätze kümmern. Das ist Sinn auch dieser heutigen Veranstaltung. Noch eine Frage rund um das Thema Corona. Frau Sachsenröder vom GA lässt anfragen, wie viel der beteiligten Firmen, ich weiß nicht, ob Sie das von den anderen wissen, nutzen noch Kurzarbeit oder müssen noch in Kurzarbeit sein? So würde ich die Frage einfach mal weitergeben. Herr Kuhne, wollen Sie anfangen? Soviel ich weiß, nutzen wir alle noch das Thema Kurzarbeit. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Der Vertrieb war gewohnt, von 4 Wochen im Monat eine Woche zu reisen. Das geht im Augenblick nicht mehr. Und unser Unternehmen und ich glaube auch viele andere, wir bekommen mittlerweile 60-70% unserer Aufträge digital. Das sind neue Herausforderungen, denen wir uns anpassen müssen und dort auch umstrukturieren und uns dieser ganzen Sache stellen müssen. Also ich glaube, in Restbereichen läuft noch Kurzarbeit, das wird auslaufen, ist kein Thema. Aber die Welt hat sich geändert durch Corona. Ja, das kann ich nur bestätigen, dass wir halt merken, dass wir durch Corona in neue Geschäftsmodelle geführt werden und auch in Zukunft sie umsetzen werden. Weil Sie kennen das Zitat von einem ehemaligen BMW-Vorstandsvorsitzenden. Er hat gesagt, nach der Krise fressen nicht die Großen die Kleinen, sondern die Schnellen laufen an den Langsamen vorbei. Und deswegen sind wir halt hier auch dabei, schnell zu werden. Aber wir haben in den deutschen Standorten, wie gesagt, auch durch die automobile Schwäche, die wir zum Teil im Geschäft haben, 15%, fahren wir noch Kurzarbeit. Wir haben aber Standorte in Asien und in Nordamerika, die zum Beispiel voll Überstunden fahren, weil wir dort auch einen Effekt merken, dass halt sehr viel lokal abgewickelt wird, was bisher als Dienstleistung aus Europa kam. Und da helfen wir uns halt innerhalb der Gruppe sehr gut. Ich habe durch ein Gespräch mit der Lemo auch gehört, dass eben sehr viel mehr Unternehmen auch wieder in der Region produzieren und somit eben auch Kunststoffmaschinen wieder hier nach Europa geliefert werden, eben auch europäischer Art. Also ich glaube, das ist eben auch noch eine Folge davon. Lasst anfragen, ob wir ein bisschen beschreiben können, welche Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeit geplant sind und wie wir uns im Bereich Social Media engagieren. Möchte das einer von Ihnen machen, sonst würde ich das übernehmen. Im Bereich Social Media sind wir mit verschiedenen Social Media Accounts gestartet, Twitter, Instagram und Facebook. Das sind die drei Kanäle, die wir neben Xing und LinkedIn nutzen. Wir stellen dort die Kampagne vor, wir stellen die Protagonisten vor und wir haben gerade rund um das Thema Kunststoff, das Material mit Perspektive zum Start eine Kampagne auf den Weg gebracht, rund um das Thema Ausbildungsplätze, Mitarbeiter, finde deine, heißt da die Antwort dieser Kampagne, wo wir die Mitarbeiter der Unternehmen sprechen lassen. Sie haben soeben schon Impressionen sehen dürfen und diese Videos haben wir erstellt, die sind auf einem eigenen YouTube-Kanal zu finden, die spielen wir in die sozialen Netzwerke, indem wir dort eben versuchen, Aufmerksamkeit zu erreichen, hoffen wir auf ein Feedback. Der Herr Kuhne hat an der Stelle ja schon gesagt, dass eine Plakataktion aufgrund der eingeschränkten Mobilität, die wir ursprünglich in
Blick hatten, erstmal zurückgestellt worden ist. Im Juni geht es weiter mit einer Veranstaltung gemeinsam mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. So ist es angedacht. Ja. Angedacht unter den aktuellen Bedingungen sind die meisten Maßnahmen, wie konkret wann was umgesetzt werden kann, können wir Ihnen Stand heute nicht sagen. Deswegen, ich fasse zusammen, Fokus auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram, wo wir die Videos der Mitarbeiter teilen. Und das ist so der erste Schwung, den wir auf den Weg gebracht haben. Wir haben noch weiteres Videomaterial, was wir entsprechend aufbereiten. Und so glauben wir, dass wir durch eine Kommunikation auf Augenhöhe authentisch die Mitarbeiter sprechen über das, was sie dort erleben. Und wir haben auch hier versucht, einen Mix abzubilden aus jungen Damen, jungen Herren, etwas erfahreneren Ausbildern der Hagen-Stiftung, die verschiedene Facetten des Berufes aufzeigen. Und das ist etwas, womit wir hier an der Stelle starten. Gibt es weitere Fragen? Ansonsten, es gibt keine weiteren Fragen. Es besteht die Möglichkeit, uns im Nachgang noch E-Mails zu schicken. Sie können auf der Homepage der Kunststoffinitiative, Kunststoffinitiative, Kunststoff-Initiative kommen, die E-Mail-Adresse finden, uns ansprechen. Wir schicken eine Pressenotiz im Nachgang auch nochmal an Sie raus. Wir haben die Pressenotiz parallel jetzt auch schon auf die Homepage der Kunststoffinitiative gepackt und sie geht über entsprechende Presseportale ins Netz. Halt, da gibt es noch eine Frage. Ich sehe eine Meldung. Soll ich mal auf Sie zukommen, Herr Ehmke? Es wird nach mehr Informationen zu den Corona-Anwendungen von Hennecke und Lemo gefragt. Hennecke ist dann Ihr Part. Lemo, das machen wir dann zusammen, Herr Kuhne. Ne? Mehr Informationen zu den Produkten rund um Corona. Sie sprachen von der Isolierung und so weiter. Da sind mehr Informationen erbeten worden. Oh, das könnte länger dauern, die Antwort, aber ich fasse es mal kurz zusammen. Hennecke beschäftigt sich unter anderem mit der Kühltechnik. Das heißt, um überhaupt eine Kühlkette für den Transport von Lebensmitteln, Medizin und so weiter aufrechtzuerhalten, werden von uns Maschinen und Anlagen gebaut, um zum Beispiel Kühltransporte, Kühl-LKWs, aber in jüngster Zeit auch Kühlboxen für Vaccine halt weltweit hergestellt. Und daneben haben wir halt Produkte Slapstock, den klassischen Blockschaum, der auch in die Matratzen reingeht, das heißt Bettmatratzen weltweit werden auf Hennecke-Maschinen produziert. Und das sind halt so die wichtigsten Themen, die wir rund um Corona haben. Daneben gibt es sicherlich viele Beispiele. Fast kein Auto der Welt würde durch die Gegend fahren können, also auch kein Notarztwagen ohne einen Sitz von Hennecke, der geschäumt wurde. Ne? Also auch der Notarzt sitzt auf einem Sitz, der auf einer Hennecke-Anlage hergestellt wurde. Schönes Beispiel, um nochmal deutlich zu machen, wo wir überall Kunststoffe finden. Also dass Kunststoff weit mehr ist als die von uns immer im Blick gehaltene Tragetasche aus dem entsprechenden Material. Und das zeigt das hier an der Stelle ganz schön. Herr Kuhne, Aktivitäten der anderen. Firma Lemo, da kein Vertreter hier ist, darf ich für Lemo sprechen. Ich kenne die Firma sehr gut. Lemo hat beispielsweise eine Maschine entwickelt, um Vollkunststoffmasken herzustellen. Also das Produkt, das Vlies selber ist reiner Kunststoff, auch die Bügel, die um das Ohr gehen. Wie gesagt, eine 100% recyclingfähige Schutzmaske. Das Problem ist nur, wenn Sie mal mit offenen Augen über den Supermarktplatz gehen, diese Masken liegen mittlerweile überall rechts und links. Wir können die schönsten Maschinen entwickeln und können recyceln und sonst was. Nur solange diese Masken in die Natur geschmissen werden oder auf den Parkplatz, ist das kein Thema der Kunststoffindustrie, sondern ein Thema von uns allen, von uns Verbrauchern. Vielleicht zu diesem Thema auch nochmal die sehr öffentlichkeitswirksam gezeigte Meeresschildkröte, die eine Kunststofffolie um den Hals hat. Diese Meeresschildkröte würde auch an einer zerdepperten Glasflasche oder einer aufgeschnittenen Konservendose sterben. Die Sachen gehören einfach nicht ins Meer. Und da sollten wir uns alle mal an die Brust fassen und sagen, wir können recyceln, wir können aufarbeiten, aber dazu gehört ein anderes Verhalten von uns allen auf dieser Welt.
Deswegen ist die Kunststoffinitiative ja angetreten, um unter anderem auch mit diesem Thema in Schritt 2 und 3 qualifizierter noch aufzuklären. Was haben Matratzen mit Corona zu tun? Herr Wild, können Sie das noch mal ein bisschen nahebringen? Sie haben es im Vorgespräch mir erklärt, aber ich glaube, in der Kürze sollten wir das noch mal deutlich machen. Ja, was es halt weltweit gab im letzten Jahr, ich weiß nicht, wer es mal verfolgt hat, innerhalb von Wochen wurden Sporthallen, wurden Messehallen in Krankenhäuser umgewandelt oder Zelte wurden zu Krankenhäusern gewandelt und deswegen hat die Blockschaumindustrie einen extremen Peak in der Nachfrage gehabt in Corona, um überhaupt diesen Bedarf an Matratzen abzudecken, weil sonst hätten die Patienten auf den Boden oder auf ein Stück Holz gelegt werden müssen. Und da haben wir sogar in Sonderschichten und auch extrem kurzen Lieferzeiten Blockschaumanlagen in die gesamte Welt geliefert. Blockschaummatratzen in Corona-Zeiten stark nachgefragt. Ich denke, das war die verdichtete Aussage, die wir im Vorfeld schon besprochen haben. Gibt es weitere Fragen? Herr Hagen, Sie möchten noch was ergänzen, bitte. Ja, wie der Herr Kuhne schon gesagt hat, ne, gerade bei der Maske, nicht nur die Maschine, die die Maske produziert, sondern auch der Fließstoff, der da drin ist. Die Maschinen zur Herstellung dieses Fließstoffes stammen von der Firma Reifenhäuser, die Fließstoffe wiederum produziert. Das ist eine Firma in Troisdorf, die heißt Innovatec. Wenn wir in Krankenhäusern über Böden gehen, die eben hochhygienisch sein müssen, ohne Kanten, ohne alles, dann gibt es da auch wiederum eine Firma in Troisdorf, die Firma Gerflor, die diese Böden produziert. Also das ist so vielfältig und alles, wenn Sie an ein Intensivbett denken, was aus Kunststoffhohlkörpern ist, beruht auf Technologien der Firma Kautex. Also ohne diese Region und ihre Produkte wäre es in der jetzigen Situation extrem schwierig. Oh, das. Und weil eben gerade das Material so vielfältig ist, dieses Thema vielfältige Perspektiven, sind wir ja jetzt gestartet, eben mit den Protagonisten hier in der Region. Und ich möchte nochmal auf das Thema zum Start zurückkommen, Ausbildungsplätze, Arbeitsplätze. Sie haben gesehen, dass eben gerade auch die Kunststoffinitiative sich in einer Krisensituation als besonders wichtig erwiesen hat mit eben den entsprechend dahinter gelagerten Arbeitsplätzen. Es gibt noch eine weitere Frage von der Frau Sachsenröder. Mehr Informationen zur Branchenkonjunktur in der Region bei Corona. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Hinweis, inwiefern sich das hier ausgewirkt hat auf die Branche. Naja, das ist sehr unterschiedlich zu werten. Wir hatten ja schon öfter über die Firma Reifenhäuser gesprochen, die Maschinen zur Maskenherstellung baut. Sie können sich vorstellen, da ist die Nachfrage schon ein bisschen höher geworden. Und auch in unserem Bereich Verpackung von Lebensmitteln läuft es gut. Ich denke auch, der Herr Wild kann gleich was sagen, Isolierung von Transportbehältern für Impfstoff. Ich glaube, das wird weltweit im Augenblick sehr stark nachgefragt. Auf der anderen Seite gibt es auch Firmen, die mehr mit dem Kfz-Bereich zu tun haben. Bei denen läuft es jetzt nicht wegen Corona, sondern generell wegen eines Umdenkens in der Mobilität weniger gut. Aber ich glaube, wir haben in Corona-Zeiten gezeigt, dass man sich auf uns alle verlassen kann. Und nochmal das Thema Digitalisierung im Rahmen der Ausbildung, ganz wichtiges Thema. Ja, für Hennecke muss ich die Frage auch differenziert betrachten. Wie ich bereits gesagt habe, Automobil hat einen Dämpfer. Das ist rund 15-20% von unserem Geschäft. Dafür haben andere Geschäfte aber in Corona auch einen Boom bekommen. Wie zum Beispiel auch die Isoliertechnik. Wir machen auch Boden-, Wand-, Deckenisolierung, komplette Paneelen, wie hier in dieser Halle. Diese Außenwände sind mit höchster Wahrscheinlichkeit auf einer Hennecke-Anlage gefertigt worden. Und dieses Geschäft zum Beispiel, auch wegen dem Trend, dass man weiter unabhängig sein möchte von Asien. In den letzten 10 Jahren gab es einen sehr starken Trend nach Asien, merken wir einen starken Trend wieder zurück nach Europa, überwiegend Osteuropa leider. Aber auch der eine oder andere Kunde überlegt sich wieder in Deutschland zu produzieren. Und deswegen muss man es sehr differenziert betrachten. Von Frau Sachsenröger. Herr Hagen, ich glaube, dass Sie die beantworten können. Geschäftliche Entwicklung bei Kautex, die von der Automobilindustrie abhängen. Haben Sie da Informationen, inwiefern sich gerade das Thema Automobilindustrie für Kautex auswirkt oder ausgewirkt hat? Also da ich da ja nicht mehr direkt involviert bin, sondern dass der familiäre Ursprung ist, möchte ich das wirklich lieber der Firma Kautex überlassen.
da keine Informationen. Hat jemand anders von Ihnen Informationen dazu? Kautex, es geht ganz klar um die Frage, Kautex hängt von der Automobilindustrie ab. Ich glaube, das kann von uns qualifiziert keiner beantworten. Herr Hagen, vielen Dank auch für die charmante Antwort an der Stelle. Bitte, dann Herr Wild vielleicht mit einem Aspekt zur Automobilindustrie. Ja, also zu Kautex kann ich jetzt nichts im Detail sagen, aber ich kann ein bisschen sagen, was bei uns im Automobilbereich, er ist auf der einen Seite ein bisschen langsamer, aber er ist auch vollkommen im Wandel. Wir merken, dass zum Beispiel Polyurethane-Technologien auch immer mehr in den Leichtbau im Pkw reingehen, bis hin zu Batteriekästen bei den E-Antrieben oder Komponenten rund um die E-Antriebe. Dort sind auch sehr viele kunststoffverarbeitende Unternehmen beteiligt in der Wärmeisolierung der Batteriezellen, des Antriebes und dort kommen komplett neue Herausforderungen auf uns zu und ich vermute mal, bei Kautex ist das ähnlich. Ich denke, wenn es dann keine, gibt es noch eine Frage? Wenn es keine Fragen mehr gibt, würde ich mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bei dieser digitalen Pressekonferenz bedanken. Wir würden uns freuen, wenn Sie über die Initiative und Ihren Start berichten würden, unter anderem eben auch tatsächlich, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema ja aktuell, Ausbildungsplätze. Ne? Man hört immer wieder, wie schwierig das ist, einen Ausbildungsplatz zu finden. Hier sind Unternehmen, die sind ansprechbar, die freuen sich und wenn Sie selbst letztendlich keinen Bedarf für die ein oder andere Bewerbung haben. Es ist ein enges, untereinander interaktiv kommunizierendes Netzwerk, was die entsprechenden Bewerbungen weiterleitet. Also wir können nur dazu aufrufen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Herr Kuhne, Sie möchten das Schlusswort Vielleicht nochmal ein kleiner Werbeblock für die IHK. An alle jungen Leute, auch die Älteren, gar kein Thema. Arbeitsplatzsuche, die IHK ist behilflich. Gerade bei den Ausbildungsplätzen hat die IHK eine Börse und vermittelt auf dem kleinen Dienstweg. Auch wenn Sie durch eine persönliche Bewerbung beim Nachbarunternehmen eine Absage bekommen haben, wenden Sie sich an die IHK. Die sind sehr aktiv hier in der ganzen Region, um Arbeitsplätze anzubieten, vor allem Ausbildungsplätze. Und vor allen Dingen schauen Sie einfach mal rein hinter die Kulisse, welche interessanten Möglichkeiten es gibt. Und von dem klassischen Männer-Frauen-Bild haben wir uns ja bei uns in der Gesellschaft schon lange verabschiedet. Also da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick hinter die Kulissen, welche interessanten Möglichkeiten für beide und auch das dritte Geschlecht sich in der Kundschaftinitiative finden lassen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Huafeng Zhao und ich bin 28 Jahre alt. Ich arbeite momentan bei Kautex Maschinenbau GmbH, vor allem als Product Manager of Recycling Solutions. Also ich bin in Deutschland erstmal seit Oktober 2015 und ich habe zuerst mein Studium im Bereich Umweltschutztechnik studiert. Und nach dem Studium habe ich Kautex Maschinenbau auf der Jobmesse in Köln kennengelernt. Da wir auch so ein Unternehmen, dass wir international tätig sind und haben wir auch sehr große Einflüsse auf diese Thematik Kunststoff Recycling und Nachhaltigkeit. Wir kriegen auch sehr häufig Anfragen von unseren Kunden aus Asien oder aus USA über das Thema Kunststoff Recycling, Recyclingmaterial verarbeiten und. Das ist herausfordernd, aber ich fühle mich auch so, dass ich auch einen sehr guten Beitrag für die Gesellschaft angepackt habe. Und daher würde ich so sagen, dass ich weiterhin in den nächsten Jahren im Bereich Recycling, Kunststoffrecycling und Nachhaltigkeit beschäftigen möchte. Mein Name ist Laura Dünnwald, ich bin Azubi im ersten Lehrjahr für Mechatronik bei der Firma Hennecke und habe jetzt letzten September angefangen. Ich habe mein Abitur gemacht und habe danach angewandte Biologie angefangen zu studieren, habe aber sehr schnell gemerkt, weder Studium noch Biologie ist das, was mir wirklich Spaß macht
und habe mich dann anders orientiert, habe überlegt, was hat mir in der Vergangenheit Spaß gemacht, welche Praktika habe ich gemacht. Und da war der Kfz-Mechatroniker, den ich ausprobiert habe, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich geguckt, was bei mir in der Umgebung für große Unternehmen es gibt, die halt im handwerklich-industriellen Bereich ausbilden. Und habe dann die Firma Hennecke sehr schnell entdeckt, was die einen super Eindruck auf mich gemacht haben. Und da habe ich mich dann beworben und habe innerhalb von 2 Wochen Eignungstest und Vorstellungsgespräch gehabt und dann auch direkt die Zusage. In der Schule war es häufig so, dass während der Realschulzeit wurden halt eher so die klassischen handwerklichen Berufe einem vorgetragen oder vorgestellt oder halt so ganz klassisch kaufmännische Berufe. Ich persönlich finde, es gibt viel zu wenige Frauen, weil viele trauen sich nicht. Und das eigentlich etwas sehr, sehr schade ist, weil ich finde gerade das, was zu machen mit den Händen, macht super viel Spaß und ich rate jeder, die es überlegt, das auf jeden Fall zu tun.